Chat, ihr habt es euch gewünscht. Ich kann es nicht glauben, dass wir es machen. Digga. 42 Minuten. Es ist wild. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal eine Reaction auf meinem Hauptkanal tatsächlich. Und zwar geht es um ein Thema, was super viele Leute aufgewühlt hat. Ich habe mir so gedacht, okay, was wollen jetzt alle von mir? Bei mir wird kommentiert, 1:1 gefaked, überleg dir eigene Ideen, Valente hier, Valente da. Und ich habe so gedacht, hä, wer ist das? Was wollen die? Habe einfach gedacht, irgendwer labert wieder Kacke. Dann habe ich gesehen, Maximilian hat wieder irgendwas in die Welt gesetzt. Habe die Dinger auf die Blacklist gesetzt, die Wörter, die mich stören, weil ich nichts kopiert habe. Und habe gedacht, damit ist das Thema gegessen. Dann macht auf einmal, spricht mich ein Monte drauf an. Freunde von mir schicken mir so ein Video und denken so, Bro, was labert der für eine Kacke? Kuchen-TV. Also es reden eigentlich nur Leute drüber, die mit Mode nicht viel zu tun haben. No front. Und dann habe ich gesehen, es ist ein Video. Das hier ist dieses Ursprungsvideo von Valente oder Valente. Deswegen, ich habe gesagt, ich reagiere nicht mehr auf Maxi. Deswegen habe ich das einfach ignoriert, weil der Typ will nur Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich aber gesehen, es handelt sich um dieses Video. Und dann würde ich sagen, ziehen wir es doch mal rein und geben dem Ganzen eine Chance. Ey, so nice. Jetzt endlich kann man mehr halt, jetzt hat man einzig von Justins Seite, wir haben das Video auch ja, on-stream angeguckt und es war voll schwierig, irgendwas dazu zu sagen, also ich bin gespannt, was Justin dazu sagt. Und es wird jetzt wahrscheinlich wieder super viele Leute geben, die sagen, ey Justin, du hast doch schon so oft gesagt, du gehst nicht mehr auf sowas ein, Leute, die dich fronten und so weiter. Ihr müsst verstehen, wenn man eine gewisse Position hat und Leute, die jetzt nicht so viele Follower haben, sag ich mal, ich beziehe es jetzt mal nur auf Follower, die können einem was vorwerfen und dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich ignoriere es, dann glauben aber 45.000 Leute, die es gesehen haben, das. Oder ich sage was dazu und dann kriegt er die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was da jetzt dran ist und so weiter, deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Ja, also hätte er kein Statement gegeben, es wäre so, also es wäre richtig dumm. So, zum Glück hat er es gemacht. Kommt zu meinem ersten Video wieder so. Okay, erstmal wirkt das Ganze doch sehr amateurhaft und sehr, ja, aber sehr sympathisch. Das neues Video ist am 30.03. online gekommen und also vor circa einer Woche. Boah, das ist aber nicht neu, Digga, auf YouTube. Also YouTube-Welt ist eine Woche nicht neu. Und ich muss dazu sagen, weswegen ich das Thema halt nicht angesprochen habe, beziehungsweise ignoriert habe, weil sogar so Leute wie Mahan oder Maximilian aus ihren Löchern wieder gekrochen kommen. Und das sind so Leute, die gönnen einem es nicht. Ihr wisst, ich hatte mit beiden Beef auf YouTube und bei beiden lief es danach jetzt nicht mehr so nice. Digga, Alter, als ob er das einfach so raushaut. Als ob er sich so mäßig zerstört hat. Und keine Ahnung, das sind so Leute, die freuen sich einfach, wenn es bei einem nicht mehr läuft. Bei mir ist alles perfekt, bei mir, jede Kollektion ist sold out und ich gehe normalerweise nicht offen mit Zahlen um und das ist halt das, was passiert, wenn man offen mit Zahlen umgeht. Ich habe die Black Friday Zahlen öffentlich gemacht, das, jetzt wisst ihr auch, warum ich sowas eigentlich nicht mache, weil jetzt jeder darüber berichtet, ah, oh, Justin hat so und so viel damit verdient und es ist nun mal halt einfach so, du musst. Also es ist so behindert, so mit Zahlen und so, die Leute sehen dann immer nur die Zahl. Genauso wie wenn du sagst, ja, du hast 1 Million Abonnenten auf YouTube, jeder denkt, du bist Millionär so automatisch. Es ist so nervig, Mann, weil Leute einfach so voreingenommen, ohne irgendwie gescheit zu recherchieren, immer von so krassen Sachen ausgehen. Also keine Ahnung, die Leute sehen nie die Arbeit dahinter. Die sehen, Justin verkauft so und so viele Hoodies bei dieser Aktion. Wo jeder einkaufen konnte und die denken automatisch, die können es genauso machen. So, dabei sehen die einfach nicht, dass es Peso seit mehreren Jahren gibt. Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder einfach nachmachen. So, das nervt mich auch so brutal einfach. Du musst in Deutschland sowieso deine Bilanzen veröffentlichen und es ist auch nicht schwer zu erraten, wenn man, ich sag jetzt mal, auf Instagram bezogen, die größte Streetwear-Marke in Deutschland hat mit einem Umsatz von mehreren Millionen Euro in einem Jahr. Man muss es nicht kleinreden, jeder weiß das. Ich rede ungern über solche Zahlen, aber das ist schon sehr, sehr krass. Und dann gibt es halt auch Leute, die, also ich will ihm jetzt zum Beispiel gar nichts unterstellen, ich meine jetzt eher so ein Mahan oder Maximilian, die sich einfach freuen, wenn die sich da dran rütteln können und da einen irgendwie runterziehen können. Ja, ich bin gespannt. Was sag ich? Yo Leute, ich bin zu lost für eine gescheite Begrüßung, deswegen Doppelpies. Du bist ein richtig krasser. Ah, ich bin einfach Justins. Er hat hier auch einen Fiji Water Drip. Begrüßung. Also ich schneide die rein und dann fängt das Video an. Zu einem weiteren Video von mir. Ein Video, auf das auch. Wenn ich irgendwas hätte totschweigen wollen, wie das manche vermutet haben, könnte ich dieses Video einfach sperren und fertig, dann ist es weg. Auch jede Reaction darauf. Aha. Was bringt's mir? Ich bin offen mit euch. Auch sehr viele von euch gewartet haben und zwar Ansage an Justin. Dieses Video ist auf jeden Fall
ein konstruktiv gemeintes Video und einfach nur eine Kritik. Okay, wenn sich das wirklich so verhält, dann bin ich dafür offen. Ihr wisst, wenn das einfach nur rumgehate ist, ich feiere es nicht. Wenn es konstruktive Kritik ist, wo man sich mit einem gebildeten Menschen auf einer Ebene befindet und argumentieren kann, gerne. Und soll nicht so, wie Justin es oft mal macht, irgendeine Art von Zerstörung darstellen. Ich zerstöre nur Leute, wenn ich vorher grundlos weird gefrontet wurde. Sag ich so, offen wie es ist. Oder ihn komplett schlecht machen. Ich habe ihn eigentlich immer gefeiert, so. Ich habe ihn auch supportet. Ich Geschwindigkeit auf 0,5 bitte. 2 oder 3 Peso-Sachen. Nice. Dankeschön. Wahrscheinlich 0,5, oder Bro? Ah, Mann, Alter. Geschwindigkeit hoch, bitte. Warum Justin redet auch nicht so langsam? So ist doch voll scheiße, oder nicht? Hier habe ich die 2 Pullover. Einmal dieser lilane Pullover. Was? Zack, zack. Season 5 und Season 6 war ja dabei. 5 Peso reicht ja auch so. Dann noch dieser Season 6 Hoodie. Genau. Und ich habe auch noch eine Tasche, aber bin ich jetzt zu faul? Bin ich zu faul, die zu holen? Ja, aber auch wilder Style, den du hier heute an den Tag legst, Valente. Ja, der Style von dem Video ist echt, also, der Style ist echt ein bisschen wild. Genug Beweis sein, dass ich nicht einfach irgendein Hater bin, so. Safe. Bisschen sympathischer Kerl, muss ich sagen. Und auch die Reactions und so, eigentlich fühle ich seine Videos, aber danke. Das, was er abgezogen hat oder das, was er macht, finde ich, geht einfach gar nicht. Was er abgezogen hat, jetzt bin ich aber echt gespannt. Gar nicht klar. Ja, und ich habe dazu auch noch kein Video auf YouTube gefunden und so, und ich finde, das muss einfach mal angesprochen werden, weil ich das Gefühl habe, dass er nicht so ganz transparent auch mit seiner Community ist. Was? Ihr wisst, Leute, ich bin immer super transparent. Ich gehe mit allem offen und ehrlich um, deswegen das hier finde ich jetzt auch gerade nochmal eine Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt. Was jetzt okay, also zu geklauten. So, ey, Chat, nervt mich jetzt nicht mit Geschwindigkeit. Ohne Spaß. Ich mache 1,25, danach ändere ich gar nichts mehr. Wenn noch irgendwas nervt, 5 Minuten Emote only, ja? Alles klar? Danke. Designs angeblich sogar. Ich würde einfach mit seiner letzten Kollektion anfangen und fange einfach mal mit dem Hemd aus dieser Kollektion an. Dieses schwarze Hemd mit den weißen Details. Ich werde auch immer Bilder dazu einblenden, auch Vergleichsbilder. Da habe ich auf jeden Fall starke Parallelen gesehen zu dem Hemd, was ich jetzt einblenden werde. Und zwar geht es um die Marke Root. Ich glaube, also, ich habe bei meinem Kollektionsvorstellungsvideo schon dazu gesagt, woher diese Idee kommt. Ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit auf die Peso-Seite. Season 7. Wir hatten hier, ihr seht schon, das Hemd. Taschen anders gesetzt. Das hier sind auch ganz andere Taschen. Wir hatten in der Season 7, das ist letzten Sommer rausgekommen, ein Hemd mit Blumenmuster. Fand ich sehr nice. Fand ich relativ dünn. Ich wollte jetzt im März eins rausbringen mit dickerem Stoff, dafür aber kurze Ärmel. Das hier, lange Ärmel. Und das hat überall diese weißen Applikationen, auf die er anspielt. Diese weißen Applikationen an den Nähten. Hat das Hemd hier auch schon gehabt. Ich habe sie jetzt einfach in schwarz rausgebracht. Plus, es ist, ich bin offen und ehrlich, es ist kein Hexenwerk. Es ist ein klassisches, wie man es nennt, Pyjama-Western-Style-Hemd. Gib es bei Google ein, du findest viele davon. Na gut, ihr seht das jetzt nicht komplett, aber das gibt es auch auf ASOS und so. Das ist gar keine Kunst, dieses Produkt. Das ist ein bestehendes Produkt. Ich kann ja auch nicht in Jeans rausbringen und sagen, ah, die hat 2 Beine. Es ist halt ein bestehendes Produkt, das kannst du nicht neu erfinden. Aber du kannst die Qualität nicer machen. Du kannst mit der Anordnung spielen und so weiter. Wir haben dieses Metallpatch dann und so. Deswegen, also. Und wenn so Leute wie zum Beispiel ein Kelly, ihr kennt ja alle Kelly Kayo, Ketchup Mayo, das wandelnde Fashion-Lexikon. Wenn so Leute wie er, der wirklich von Mode Plan hat, er hat sich dieses Hemd bestellt, als er mich gefragt hat, ich gesagt, Bro, ich sende es dir zu, er wollte es unbedingt kaufen. Ehrenmann, Bro. Er hat nicht, also wenn jemand was sagen würde, dann eher. Aber Leute, die sich mit Mode auskennen, die wissen das. Das ist einfach ein bestehendes Produkt. Ich glaube, das haben wir sogar vermutet. Da war ja so, dass wir gesagt haben, ah, ich glaube, also das gibt's schon so mäßig, oder? Da auch schon mal in Videos von der Marke geredet. Die Marke ist auf jeden Fall. Ja, kann ich euch sagen, warum? Und zwar, ich habe mir vor einem Jahr oder anderthalb habe ich mir eine Root Cap gekauft, weil ich die Cap damals sehr, sehr nice fand. Dann habe ich, für die Leute, die mich länger verfolgen, die kennen die Story schon, dann habe ich ein Instagram-Bild gepostet mit der Cap, habe Root verlinkt und den Designer. Meine Freundin hat das Bild auch kommentiert. Und ich habe so gesehen, da konnte man auf Instagram noch sehen, wer was geliked hat. Und der Typ, der liked eigentlich immer alles, wo man ihn halt markiert von seiner Marke, wenn man sich was gekauft hat. Finde ich eine coole Einstellung, mache ich eigentlich auch so alles, was ich sehe, zu liken, wenn Leute was von Peso anhaben. Und ja, er ist dann wahrscheinlich auf mein Bild gegangen, hat es gesehen, hat es nicht geliked, hat dann in den Kommentaren rumgeguckt, weil meine Freundin hat auch die meisten Likes dann tatsächlich unter meinem Bild. Und ist dann einfach in die DMs von meiner Freundin reingeslidet. Oh Mann, Alter, Ehrenmann. Lelelel. Erstmal in die DMs von der Freundin reinsliden, aber Justin nicht liken. Gefällt mir der Ansatz von dem Typ. Hätte auch Latze sein können, Kappa. Okay, gegen ihn kann man auf jeden Fall nichts sagen. Er kennt sich anscheinend nicht so wirklich aus und er sieht halt die Parallelen, die ja auch da sind. Klar, sage ich absolut nichts dagegen, aber es ist jetzt, wie gesagt, es ist nichts nachgemacht. Ich bin schon wieder schön kebab, so einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal mit gar keinem. Von dem Meme kann ich einfach nicht genug bekommen, es ist ja von Mal zu Mal lustiger. Reden auch und so. Aber gib mir einfach nur einen Köftespieß. Also die Marke dürfte sogar einigen Leuten bekannt sein, er hat auch einige Follower auf Instagram. Man sieht auf jeden Fall so am Kragen, dass der gleiche Schnitt ist und diese weißen Outlines und weißen Nähte. Habe ich jetzt schon was gesagt. Sind halt einfach 1:1 gleich. Der einzige Unterschied ist, dass er sozusagen ein kurzärmliches Hemd gemacht hat.
Ich finde, man sieht auf jeden Fall so sehr starke Parallelen bei. Ja, gut. Finde ich jetzt nicht. Also, es ist halt einfach ein anderer Colorway von meinem Sommerhemd und mit kurzen Armen. Items. Plus, es ist ein Western-Pyjama-Shirt, wie man es nennen möchte. Das mit dem Hemd könnte ja einfach nur so ein Zufall sein und ist ja auch einfach so dieser Western-Style, wo. Valente! Man jetzt sagen könnte. Oder Valente, tut mir leid, ich spreche nichts absichtlich falsch aus, ich weiß es nur nicht besser. Ja, diesen Style gibt's halt einfach und man kann auch nicht immer das Rad neu erfinden. True. Zehner. Aber. So nicht hier, ne? Auf jeden Fall von der Marke noch einige Sachen kommen oder allgemein noch einige Sachen kommen. Von Root werden einige Sachen kommen? Seit das passiert ist, habe ich. Ich leak's jetzt einfach mal, war ich so eingeschnappt, habe ich einfach beides auf blockiert geschaltet und nicht mehr reingeschaut. Bin ich mal gespannt, was da jetzt im Parallelen sind und noch. Die Sachen häufen sich einfach und dann merkt man halt einfach, dass es irgendwann kein Zufall mehr sein kann. Und deswegen will ich auch direkt mit der. Auf X-Faktor, das ist so unglaubliche oder unfassbare angelehnt. Der nächsten Sache weitermachen, von der gleichen Marke. Und zwar die Hose aus seiner auch. Okay, dazu kann ich was sagen. Der letzten Kollektion mit den. Einer meint es ernst, ein Bushido-Beat als Hintergrund. Okay, und zwar, ich muss das Bild raussuchen. Ich habe aus Istanbul, als wir in der Produktion waren, so eine Trackpants mit Streifen, wobei auch das Rad nicht neu erfunden ist. Ich argumentiere jetzt einfach mal mit demselben, weil es ja. Ja, Alter, das haben wir, glaube ich, auch gesagt. Diese Hose, die gibt es mit außen, wie bei Palm Angels, 100-fach auf jeder Seite und innen. Habe ich die auch schon mal so gesehen, aber ja, da waren wir so, okay, krass, ich glaube, da waren wir auch im Stream, haben wir gesagt, beides rot innen so, beides so ein bisschen breiter, da war es schon recht gleich, ne, also da haben wir, glaube ich, im Stream gesagt, das war ist schon ein bisschen suspekt, also krass. Das ist ein bekannter Style und das hat viel auf Ground außen gemacht, das gibt's innen, wir haben es auch schon übrigens außen gemacht und jetzt habe ich mich dafür entschieden, das drinnen zu machen. Ich muss euch das Bild raussuchen, ich gehe einfach mal hier auf Orte und Istanbul, dann kann ich euch das besser raussuchen. Ich blende es euch jetzt ein. Es ist eine Trackpants, die innen drin grau gedacht war, die hat einen breiteren Streifen, die ist ein bisschen enger gemacht worden und so ist diese Trackpants entstanden. Dann, ich bin ehrlich zu euch und ich will auch null auf eine Tränendrüse drücken, es ist das bei mir mit dem Überfall passiert. Ich habe wenig Kopf gehabt, mir noch mehr Gedanken um die Kollektion zu machen. Mir ging es einfach nur darum, ey, umziehen und so weiter. Und wir haben im Office vorher besprochen gehabt, wir brauchen noch weitere Hosen. Da habe ich einfach gesagt, ey, lass einen anderen Colorway machen. Wir hatten in der Kollektion den roten Hoodie, wir hatten die rote Flanelljacke. Lass einfach einen roten Streifen nehmen. Dabei ist unser so ein Bordeaux-Rot und nicht wie das hier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass doch einfach einen roten nehmen, weil was passt besser in die Kollektion als ein roter Streifen? Und mein Geschäftspartner meinte tatsächlich sogar noch zu mir, Bro, ich habe so eine Hose, die von Root, die hat hier sogar noch so gelbe Streifen an der Seite, den Reißverschluss, das ist auch ein Unterschied. Ich habe so eine Hose und die Hose von Root ist schon sehr geil, ne? Die feiere ich schon ultra, Mann, mit dem Reißverschluss und so. Also wenn die noch an der Seite einen Reißverschluss hat, es gibt nichts Geileres als Jogginghosen mit einem fucking Reißverschluss. Jogginghosen ohne Reißverschluss sollten verboten werden. Du setzt dich ins Auto rein, alles fällt aus den Taschen. Ey, wer Jogginghosen trägt ohne Reißverschluss, das ist wirklich das allerletzte, Digga. Das nervt so sehr, Mann. Also was gibt's von Root in dem Style? Nicht, dass Leute was sagen. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin mit dem Kopf woanders gewesen und habe gesagt, scheißegal, ist egal. Für unsere ist aus einem anderen Dings entstanden, es war nicht die Intention, das nachzumachen. Unsere hat an der Seite hier noch Gummibranding und so weiter. Finde ich jetzt, man kann sagen, dass es davon inspiriert. Ich wusste es auch im Kopf, es ist aber nicht meine Intention gewesen, davon nachzumachen. Sage ich offen und ehrlich, ich wusste, dass es diese Root-Hose gibt, habe es einfach ignoriert. Abgesehen davon sind wir von unserer Worldwide Track Pants ausgegangen, ist derselbe Stoff gewesen. Wir haben auch innen drin diesen farbigen Streifen, auf der einen Seite Silber und die zweite Hose war ja rot, haben denselben Streifen genommen und daraus ist sie entstanden. Mehr kann ich nicht dazu sagen, das sollte so eine Weiterführung davon sein. In roten Details, diese schwarze Hose, auf jeden Fall was ganz Gewöhnliches, was man sehr häufig sieht. Und es wird sich wahrscheinlich um einen Zufall handeln, dass er genau dieselbe Hose rausgebracht hat. Wie er jetzt noch den Bushido-Beat auf Zerstörungsbasis, weil ja, wie gesagt, ich wusste, dass es die Hose gibt im Nachhinein, hab trotzdem gesagt, egal, machen wir so, weil wir hatten eine Trackpants, wir hatten eine Jogger, wir hatten eine Cargo und dann finde ich, ist zu viel, noch eine vierte Hose rauszubringen, dann nehme ich lieber von einer Hose noch einen zweiten Colorway und dieses Rot passt super in die Kollektion, wie ihr seht. Habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, es gibt so eine von Root. Abgesehen davon, Lolo hat diese Hose, unsere hat eine nicere Qualität. Die ist noch dazu dicker. Die von Root kostet 800 Euro, habe ich gegoogelt. Und unsere hat 89 gekostet. Oh, ich habe mir noch so gedacht, so, ey, Alter, ich habe mir gerade no joke, so im Hinterkopf war der Gedanke so, ey, komm, soll ich mal die Hose von Root abchecken? Alter, das wurde gerade einfach mal mies zerstört. Was geht bei denen für einen Film, Alter? Was für 800 Euro, Bro? Was für 800 Euro? Was denken die sich dabei? Alter, ist no joke, ey, das gelbe Bändchen war so ein bisschen zu lang, aber ich habe mir noch so kurz überlegt. Aber Bro, was geht, Mann? Ich finde, es ist eine faire Alternative. Es ist eine super faire Alternative. Und ich frage mich auch, warum bei mir jetzt so mit einer Lupe geschaut wird, vor allem von einem Maximilian. Da komme ich am Ende des Videos nochmal zu. Wenn wir jetzt hier so machen, dann schauen wir mal am Ende des Videos mal bei Maximilian rein. Wenn hier so gegen mich gehetzt wird von Maxi. Ich muss aber sagen, hatet bitte diesen Valente nicht. Der hat schon viele Dislikes auf das Video. Dabei zeigt er einfach nur Parallelen auf. Ey, Alter. Ey, wow. So, ich würde dann einfach mit der zweiten Hose aus seiner aktuellen Kollektion weitermachen, und zwar mit der
Cargo-Pants, da gibt's... Sei jetzt das gleiche, dass die drei Knöpfe wie bei Represent sind? Wieder Parallelen zu einer Cargo-Pants von der Marke Root. Die Taschen sind bei beiden Hosen... Ah, das war die Skihose, Bro. Das war die Skihose. Bro. Wir machen Cargo-Pants. Es sind Cargo-Pants. Cargo-Pants haben die Taschen so. Und wir machen seit der Season 5 Cargo-Pants. Hatten wir das... Ich glaube, wir hatten in Season 3 auch schon eine Cargo-Pants. Naja, abgesehen davon, Bro, es ist eine Cargo-Pants und wir hatten die Taschen vorne schon super lange. Und dann hättest du schon bei der Borderline-Cargo sagen müssen, dass, oder, dass hier abgerundete Ecken sind. Bro, wir bringen jede Kollektion eine Cargo raus und versuchen uns einmal weiterzuentwickeln. Du kannst das Rad nicht neu öffnen. Einmal sind die Taschen eckig, einmal sind die Taschen abgerundet, wie hier bei der Chaos Theory. Da ist die von der Chaos Theory, sehe ich gerade, ähnlicher an die hier, als die wir jetzt gemacht haben. Gut, außer diese drei Knöpfe. Aber das hat auch schon Fear of God gemacht. Represent hat das gemacht. Und ich finde, es ist einfach eine super Alternative, weil mir in dieser Kollektion wichtig war, dass man die Taschen nur weitermachen kann. So. Und Reißverschluss hatten wir schon so oft. Und da ich diesen Western-Style haben wollte, ist das die perfekte Lösung dafür. Aber jetzt... Ja, aber ich muss auch ganz kurz dazu sagen, mein persönlicher Geschmack, ich würde es lieber mit Reißverschluss haben. Ich finde die Knöpfe... Bruder, sieht echt ein bisschen wild aus, Mann. Zu sagen, dass man die Taschen vorne hat, Bro, das war bei der Chaos Theory so, das war bei der Borderline so. Nee, Mann, auch die Hose sieht wirklich aus wie eine Skihose. Ich muss es wirklich sagen, das sieht aus wie eine Skihose. Und so breit wie das aussieht, könnte ich damit auch Ski fahren, Digga. Alter, damit wäre ich auf der Piste auf jeden Fall der komplette Gott, Mann. Die Cargo, das ist eine Cargo, die so existiert. Das, was das Markenzeichen anscheinend von Root ist, sind hier diese gelben Drawstrings. Ähnlich platziert, wenn nicht gleich platziert. Und da könnte... Ah, die Taschen sind gleich platziert. Kann ich dir so sagen, aber das ist nicht von Root, das machen wir auch schon immer so. Und dann wieder erstmal sagen, kann ja Zufall sein oder keine Ahnung, bei Cargo gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, aber es ist halt wie... Richtig, weil es eine Cargo ist. Du kannst ja auch nicht bei einer Jeans sagen. Ja, der hat hier an den Seiten diese Hosentaschen. Das hat er von Calvin Klein geklaut. Ja, die gleiche Marke und die Hose von Justin hat unten diese drei Knöpfe. Ja. Und ich finde, das ist sehr charakteristisch und das gleiche findet man halt, die exakt gleichen drei Knöpfe findet man auch bei der Cargo-Hose. Okay, ja, das sage ich auch, also kann ich offen zugeben, das habe ich jetzt nicht bei Root gesehen, es gibt einfach viele Marken, die in letzter Zeit in diese Richtung gehen, diese Knöpfe zu machen und was, das ist halt Mode, es gibt in der Mode Trends und wenn du dir die Trends anschaust, so wohin das geht, dann zieht man natürlich mit den Trends mit, einfach um nicht out zu werden, sage ich jetzt mal. Und das ist dann schon sehr offensichtlich so. Wie gesagt, werde ich auch wieder bilden. Ja, das Datum brauchst du jetzt nicht einblenden. Da einblenden und so. Also Leute, nicht wundern, falls jetzt hier nach dem Cut die Kulisse sich ein bisschen verändert hat oder die Kameraposition ein bisschen anders ist, die Speicher... Ach so, und wenn jetzt Leute wie Maximilian oder wieder so ein Mahan rausgekrochen kommen oder so ein Kuchen-TV, wo ich mir denke, Bro, was hat Kuchen-TV mit Mode zu tun? Nichts. No front. Oder Monty mich drauf anspricht, so... Dieses Video hier ist für Modeleute. Eigentlich Modeleute wissen, dass das nichts nachgemacht ist, sondern einfach gegebene Sachen in der Mode sind, Elemente, die du halt in deine Kollektion einbaust. Aber für die Leute, die sich für Mode interessieren, sag ich mal so, schaut dieses Video dann auch bitte komplett und schaltet dann nicht ab. So nur die Vorwürfe zuhören, aber dann meine Rechtfertigung nicht. Also ich glaube, so ziemlich die Watchtime wird extrem hoch sein, obwohl es 40 Minuten geht. Also kann mir niemand erzählen, dass einer nur das erste Kleidungsstück sich reinzieht und dann los muss, außer es gibt Essen oder keine Ahnung, der Bus kommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit dem nächsten Teil weitermachen. Und da geht es um den Hoodie aus seiner letzten... Oh, da wird Justin ausrasten. Da wird Justin echt ausrasten. Ich bin jetzt aber mal gespannt, was? Die Hoodie-Tasche oder eine Kapuze kann sie ja mal nicht sein, weil das sind charakteristische Merkmale für einen Hoodie. Was ist Kollektion hier? Kollektion mit dem Adler, der diese Schlange so greift. Da gibt es von Root auch ein sehr ähnliches Motiv. Ich glaube, auf dem Hemd, nicht auf dem Hoodie. Leute, da muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Aber auch mit diesem Adler, der die Schlange greift. Das habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden online, aber ich habe es gescreenshottet von der Insta-Seite. Den Link kann ich halt dieses Mal nicht in die Beschreibung. Ich sage besser doch mal was dazu, bevor das Leute nicht checken. Unsere Marke heißt Peso, das ist die mexikanische Währung. Und auf der mexikanischen Flagge ist der Adler und die Schlange drauf. Das benutzen wir seit unseren ersten Kollektionen und das ist schon 3-4 Jahre her. Dieses Teil hier, das ist von Root, das ist aus der Zeit, wo ich mir die Cap gekauft habe. Das ist ein Jahr her, anderthalb, ist das hier rausgekommen? Ich google mal gerade. Juli 2018. So, und Peso gab es 2017. Seitdem arbeiten wir mit dem Adler und der Schlange, weil es halt auch obvious ist, damit zu arbeiten. Das war in der Season 3 so, das war in der Season 2 so, dass wir den Adler und die Schlange genommen haben. Also eher könnte, also es wird nicht so sein, es ist wahrscheinlich ein Zufall jetzt von Root, eher könnte man sagen, dass Root das bei uns gesehen hat, weil wir schon immer mit dem Adler und der Schlange arbeiten. Das ist ja wirklich das Abwegigste der Welt. Packen. Also das kann ich euch beweisen. Wir gehen hier jetzt einfach mal auf die Season 2. So, hier haben wir das. Hier haben wir das T-Shirt, das ist jetzt nicht die niceste Quali. Wir sehen hier den Adler und die Schlange. Ich gehe auf die Season 3 mal. Wir haben hier den Adler und die Schlange. Sogar wie er die Schlange packt, seht ihr das? Und mit dem Motiv arbeiten wir schon immer, weil das Peso-Markenzeichen. Ah, das war aber auch klar. Ich glaube, das haben auch viele kommentiert, dass es nicht so ist. Also das war uns allen, glaube ich, klar, dass da nichts geklaut war. Ich glaube, hier haben Leute zu schnell dieses Video gesehen und parallel gesehen und nicht auf das Datum geachtet, weil, Bro, das ist...
Ich sehe hier hinten schon den Favela-Schmetterling. Eieieiei. Leute, das Video hier, das wird noch ganz wild. What the fuck? Ich kann hier mal mit... Ihr müsst auf das Datum gucken, Alter. Da werden manche Sachen schon von alleine aufgehoben. Oh Mann, Alter. Ich muss jetzt dieses Favela-Ding droppen. Der Typ hat mir mit einer Anzeige gedroht, dafür, dass ich hetze. Aber wir werden hier bei Minute 9:28 werden wir da hinkommen. Ja, der einzige Unterschied ist eigentlich... Ich werde es jetzt hier liegen. Nicht, dass bei Justins Ding halt der Adler ein Skelett ist und die... Nee, das ist nicht der Unterschied. Wir hatten das auch schon ohne Skelett, aber das sage ich dir, weil das schon immer unser Markenzeichen ist. Jetzt bei Basic Instinct, weil es so darum ging, die Urinstinkte der Tiere, dass der Adler die Schlange jagt und die deswegen tot sind, beziehungsweise die Schlange deswegen tot ist, haben wir das in einem Skelett dargestellt. Unfassbar nice Artwork geworden, aber das ist von niemandem nachgemacht. Die Schlange, bei dem Teil kann man sagen, das ist nur inspiriert, aber ich glaube es eigentlich nicht, weil... Der junge Herr lädt hier weit aus dem Fenster. Ja. Bei den anderen Sachen so starke Parallelen hatten und... Wisst ihr so, was die Sache ist? Jetzt merke ich so, ich hätte eigentlich nicht auf sowas hier reagieren brauchen, weil die Leute... Ja, Justin, wie immer, am Tastatur zu stören, Alter, das ist echt krass. Das ist jetzt kein Video, wo ich da sitze und übel auf pausieren kann. Es ist einfach nur interessant zu sehen, wie Justin sich gegenüber den Vorwürfen äußert. Ich konnte mir jetzt denken, dass dieses Skelett nicht geklaut ist. Für die Leute, die mich zuspammen und sagen, oh, 1:1 kopiert, wie kannst du sowas machen und so... Für die mache ich halt dann auch gerne so ein Video. Aber es ist dann halt auch so, dieser Lenano-Effekt, wenn ich jetzt sowas Aufmerksamkeit gebe, dann wissen andere Leute auch, okay, krass, man muss Justin nur das und das vorwerfen und dann kriegt man seine Aufmerksamkeit. Ich werde auf kein zukünftiges Video mehr von sowas reagieren, sei es von Maxi, von Mahan, von Valente und so. Wirklich nichts gegen Valente, macht seinen Job hier. Aber das ist einfach so dieser Lelano-Effekt, no front an Lelano. Aber ihr wisst damals, Lelano und ich hatten Beef, wir haben ein Video hin und her gemacht. Bei beiden lief das gut, Lelano hatte 50.000 Abos, wurde immer größer, löscht auf einmal alle seine peinlichen Videos und macht Rap. Jetzt ist er Rapper. Ist nicht allein mir zu verdanken, aber ich habe ihm so diese Plattform gegeben. Und ich will niemandem seinen Hack wegnehmen, aber... Ah, Justin, der Rapper-Schmieder. Man kennt ihn, Digga. Also Valente gönne ich noch am ehesten, aber so ein Maximilian auf Front. Dass es sich wieder um die gleiche Marke Root handelt. Ja, genau. Und beide Schriftarten sind halt so schnörkelig und haben diese... Das ist eine geschwungene, fette Schriftart. Dann könntest du auch sagen, das ist von Humanmade geklaut. Das habe ich auch schon 2-3 Mal gesehen. Oh man, Alter. Das ist einfach eine vorgefertigte Schrift, die es gibt. Wir haben verschiedene Schriftarten ausprobiert und haben uns für die entschieden. Und nur weil unsere Schriftart geschnörkelt ist... Sicherlich, da braucht man sich nicht mehr aufhalten. Und jetzt, Tasche, komm. Reißt. Besser gesagt, Accessoire, geht's um die Zigarettenschachtel-Bag da von das. Da habe ich doch auf meinem Reaction-Video schon gesagt, dass ich das von... Maximilian meinte, ich hätte die von Represent nachgemacht. Ich habe gesagt, meine Freundin und ich, wir waren shoppen. Ich habe diese Tasche gesehen bei Saint Laurent, die ist aber super viel weiblicher. Nee, die meine ich nicht. Das hier ist die Tasche. Es ist eine Zigarettentasche. Auch erstmal so, du kannst da die Größe nicht variieren, weil es muss eine Zigarettenschachtel reinpassen. So, und ich habe das gesehen und finde die Tasche so nice. Ich kann mir die aber nicht kaufen, weil es ist eine Frauentasche. Es ist zu weiblich hier mit diesen, ihr müsst wissen, das ist kein fetter Metallstreifen. Das sind sowieso viele kleine Metallhärchen, die dann so im Wind so baumeln. Und das ist einfach zu weiblich. Ich finde diese Tasche aber so nice. Plus, sie kostet 1000 Euro. Ich habe diese Tasche so nice gefunden, ich habe die dann halt meiner Freundin gekauft. So. Und weil ich gesagt habe, irgendwie muss es auch eine Möglichkeit geben, weil wir auch seit der Season 4 mit diesen Zigarettenanspielungen arbeiten, was eine heftige Idee damals war von unserem Co-Designer, dass ich einfach diese Tasche gesehen habe bei Saint Laurent und habe gesagt, ey, wir müssen sowas hinkriegen, aber in cool für Männer. So, wir haben das hier weggelassen, wir haben anderes Leder genommen, plus die Tasche kostet 1000 Euro bei Saint Laurent. Wir haben sie für 89 verkauft und auch das, finde ich, ist wieder eine super faire Alternative. Plus für Männer, das hier ist eine Frauentasche. Was denn? Ich habe jetzt schon ausgekottert, bevor er das war. Und da hat er sogar selbst gesagt, dass er sich so ein bisschen an der YSL... Aber jetzt stellt sich mir halt auch die Frage, warum kauft man sich eine Zigarettentasche? Na gut, das ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Manche Leute sagen, das feiere ich übel. So, ich würde schon, also ich kaufe schon keine Bauchtasche oder so, weil ich finde es ein bisschen weird so. Wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Ich rede jetzt nur von meinem Geschmack, ja? Wenn Leute das nicht checken, dass ich jetzt von meinem Geschmack rede und sich angegriffen fühlen, löscht euch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 1,87 oder auch generell so, das Ding ist so klein, rumlauf und ich hab eine Tasche so und die ist so groß. Bruder... Ich weiß nicht, Bro. Ich muss mal jemanden sehen, der mit so einer Zigarettentasche rumrennt. Tasche inspiriert hat, aber halt eine maskuline Version davon rausbringen so wollte, weil die von YSL halt für Frauen gedacht ist. Da hat Root eben auch schon mehrere solche... Bro, da ist das eine Indianertasche oder was? So, am PC kann ich es mir jetzt hier angucken. So, das hier sind die Taschen. Das findest du ähnlich zu meiner? Nur weil das auch eine Zigarettenform hat? Das muss ich ja jetzt erst so sagen, Leute, oder nicht? Dann kannst du auch sagen, unsere Winterjacke, die im Winter kommt, die ist ähnlich, weil es eine Daunenjacke ist und die hier zwei Taschen hat.
Kannst du auch jetzt schon sagen, schalt dir schon mal auf für dein Wintervideo, Valente. Oh, jetzt sagt er, jetzt ist er schon ein bisschen sauer. Der wird sauer. Ja, wir haben auch T-Shirts. Ruth hat auch T-Shirts. Valente, schreib's dir schon mal auf. Zigarettenschachtel, Taschen rausgebracht, die auch maskulin wirken, ich denke. Also die Tasche hat wirklich super maskulin gewirkt, gerade von Ruth. Dass er auch durch Ruth auf diese Schachtel gekommen ist und im Nachhinein das mit YSL noch gefunden. Vor allem Ruth, die Bilder waren noch gerade neu, die mit meiner Freundin, die habe ich letztes Jahr im Sommer, wir waren im Urlaub und da, ich habe ihr die zum Geburtstag geschenkt. So, beim nächsten Teil handelt es sich um einen Pulli aus Justins Borderline-Kollektion. Ich sage jetzt, dass diese Race Flag nachgemacht ist. Und zwar um den Hoodie, der diese Karo-Muster an den Seiten hat. Da okay, ich war nicht der Erste, der Karos verwendet hat. Dann kannst du das aber auch bei den Flammen hier sagen. Da hat er wieder... Es ist einfach eine typische Vintage-Kollektion. Das gab es schon in den 90er, 2000er Jahren und das sind Elemente, an denen man sich bedient. So, genau wie du im Rap. Im Rap sagst du ja auch nicht, ja, ich nehme jetzt einfach mal den Shindy-Track, What's Love, den neuen. Da hat er das What's Love nachgemacht, er hat's gesampelt. Es ist ein Sample, du kaufst dir Vintage-Samples ein. Von Root das abgeguckt und das ist das Kleidungsstück, was ich persönlich auch mit am dreistesten finde. Sorry, da will ich das echt nicht sagen, aber unser sieht ja mal wirklich 40 mal geil aus. Auf jeden Fall gibt es eigentlich den identischen Hoodie von Root. Ey, Bro, Alter, was? Ehrenlos as fuck. Ja, also, ehrenlos as fuck. Also, danke an die Leute, die jetzt noch dran sind, um sich das hier zu geben. Also, wirklich, ich checken die Leute, die sich mit Mode auskennen, wenigstens, was ich sage jetzt. Ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen Chance, aber, Bro, Alter, das ist in meinen Augen richtig ekelhaft. Okay, man muss jetzt nicht übertreiben hier mit den Einblendungen, Valente. Kommen wir zum nächsten Kleidungsstück, beziehungsweise den nächsten Kleidungsstücken. Boah, ich hätte mir jetzt schon noch was gewünscht, Digga. Null. Ey, Justin hat so nice argumentiert, aber hier hätte ich gerne noch irgendwas gehört, so von wegen so, ey, diese Elemente, das ist nicht vergleichbar, so dies und das. Wisst ihr, was ich meine? Man merkt aber, dass er meine Videos wirklich sehr feiert. Also er sucht sich diese Einschnitte raus, dann er sagt, er schaut die Reactions gerne, er hat hier, ey. Und dann diesen Sonny Black Beat, den ich immer nutze, wenn Ansagen, wie das kommt. Es sich um Justins vierte Kollektion. Da hat er diesen Marlboro-Theme. Das gleiche hat halt Root auch wieder rausgebracht. Und da kann er auf jeden Fall auch nicht sagen, dass es Zufall ist, weil die Kollektion ist relativ... Ey, das T-Shirt sieht immer noch übel geil aus. Holy fuck, Mann. Das T-Shirt feiere ich echt übel. Okay, das ist halt das Marlboro-Logo, sag ich ehrlich. Das war die Season 4, das ist 2,5 bis 3 Jahre her. Habe ich in den Abschlusskollektion gesteckt. Ich habe nicht 100% an den Designs mitgearbeitet. Ich bin offen und ehrlich, arbeite erst, seit ich in Düsseldorf wohne, 100% eigenständig an den Designs, mache selber die Entwürfe mit. Ich habe oft Sachen vorgeschlagen bekommen und habe dann gesagt, okay, dann lass die so und so machen. Wenn das Parallelen sind, okay. Zu dem Drop kann ich nichts gegen sagen. Von Root rausgekommen und Root hat es vorher rausgebracht. Sowohl die Jogginghose als auch ein T-Shirt und ein Pulli, glaube ich, mit diesem Marlboro-Logo hat er damals rausgebracht. Wie ich das gesehen habe, so bei den Instagram-Posts, die Sachen von Root kamen. Safe, sage ich absolut nichts gegen. Aber... Peso, wir haben letztens noch nachgezählt, Peso hat 128 Pieces, wenn ich mich nicht verzählt habe, kann sein, dass 1, 2 Accessoires fehlen oder zu viel sind. Peso hat 128 Pieces released in 3 Jahren und er wirft mir jetzt hier bei, ich kann bei 2 Sachen absolut nichts dagegen sagen, bei der Trackpants und bei diesem Marlboro-Ding. Real Talk, wenn du das dazuzählen möchtest mit den Race Flags, das ist ein Vintage-Sample, Bro, okay? Also bei 128 Sachen, selbst wenn 12,8, selbst wenn 13 Sachen davon. Das wären 10%, die inspiriert sind. Sag ich mal, wenn 2 Sachen 1:1 wären, wir haben 128 Sachen released. Bro, ich finde das nicht verhältnismäßig, sag ich dir ganz ehrlich. Im September raus und sein Season-Trailer damals kam erst im November raus. Mager Quager. Mager Quager. So, bei den Kleidungsstücken, die jetzt folgen. Warte, was war jetzt sein Resümee daraus? Also was hat er gesagt dazu? Ich habe oft Sachen vorgeschlagen bekommen und habe dann gesagt, okay, dann lass die so und so machen. Wenn das Parallelen sind, okay. Ah, okay, alles klar. Beim ersten Kleidungsstück handelt es sich um einen Pullover aus der dritten Season von Peso bzw. Justin, der meiner Meinung nach auf jeden Fall von dem Off-White... Der Off-White-Hoodie, der kam ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Peso raus. Ah, der ist klar! Virgil Abloh hat... Die haben sowas rausgebracht. Guck dir das mal an. Natürlich, Virgil Abloh würde niemals Peso nachmachen. Aber Bro, check das Peso-Design ab. Wir hatten das gleiche übrigens in weiß. Es ist ein Dschungelprint. Es ist eine linksbündige Schrift darunter. 2 Monate später bringt Virgil Kid Cudi Merch raus. Okay, das ist jetzt kein Dschungelprint, aber es ist ein Waldprint und eine linksbündige Schrift. Und es ist ein Longsleeve in weiß. Wir hatten auch ein weißes. Das gleiche gibt es auch einen weißen Longsleeve. Da könnte ich ja auch dann sagen, Virgil hat uns das nachgemacht. Das gab das Peso zuerst. Das hier gab es 2 Monate später und diesen Off-White-Hoodie, den er hier zeigt. Also Justin. Ja, das war schlecht recherchiert, muss man schon sagen. Der meiner Meinung nach auf jeden Fall von dem Off... Den gab es ein halbes Jahr bis Jahr später. Boah, der ist aus 2019 oder so. Der Off-White-Pulli mit einem sehr... Leute, checkt ihr das? Ihr müsst... Valente, du musst... Wenn du schon bei den anderen Sachen das Datum raussuchst, warum machst du es denn hier nicht? Ja, das ist true. Das ist wirklich... Das ist wahr. Das, was später rauskam, zu sagen, ich hätte es davon nachgemacht.
sehr ähnlichen. Leute, checkt ihr das? Das ist so unverhältnismäßig und schlecht recherchiert. Ich bleibe dabei. Hatet ihn bitte nicht. Hatet ihn bitte nicht. Aber so Leute, die angeblich sich mit Mode auskennen, wie so Maximilian, die sowas dann hier publizieren, das hier ist ein junger Typ, der setzt sich vielleicht nicht so mega damit auseinander, alles gut. Aber so ein Maximilian, der sagt von sich, boah, ich kenne mich, ich bin Fashion-YouTuber, Bro, sowas in die Öffentlichkeit zu drängen. Ich habe mir Maxis Video nicht gegeben, vielleicht kontert er das auch, falls er das hier nicht kontert. In meinen Augen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr widerlich. Print inspiriert ist. Beim nächsten Kleidungsstück handelt es sich um das T-Shirt aus der Chaos. Okay, jetzt spielt er die Kavela-Kollektion von Justin. Oha, jetzt bin ich gespannt. Im ganzen Video, okay, einmal ist Justin ein bisschen ernster geworden. Ich glaube, jetzt rastet er gleich richtig aus, Mann. Das ist schon Mocker W, jetzt no joke, Mann. Wahrscheinlich von Favela Clothing. Bei Favela ist es so ein Brett. Wir haben hier diesen Print gepostet. Das ist 31. Juli 2019. Ego, dass ich in meinem Secret-Account angemeldet bin, weil ich bin bei Favela tatsächlich blockiert mit meinen beiden Hauptaccounts. So, ich scroll mal weiter runter. Ich glaube, da kommt aber nichts mehr. Okay, das erste Mal, dass die den Butterfly gepostet haben, ist tatsächlich das hier. 3. August 2019. Wir haben den 31. Juli 2019. Das sind sage und schreibe 4 Tage später. Das hier ist kein fertiges T-Shirt. Die haben schwarze T-Shirts fotografiert und machen immer Fotos da drauf. Also ich kann jetzt mir auch von Google, das ist wahrscheinlich nicht von Google, die haben das in einem Studio fotografiert oder so, und setzen dann mit Photoshop das Artwork auf ein finales schwarzes T-Shirt, damit die nicht immer neue Produktfotos von den T-Shirts machen müssen. Meine Vermutung. Das ist das erste Mal, dass dieser Print aufgetaucht ist. Und das ist vier Tage nach dem Peso-Ding. Das heißt, es kann sein, dass das vielleicht schon vorher in Bearbeitung war oder so. Und ich will absolut nicht sagen, dass Favela das von uns kopiert hat. Aber andersrum kann es gar nicht gewesen sein, weil uns das 4 Tage früher kam. Checkt ihr das? Favela hat das außerdem angefackelt und so. Absolut. Kein böses Blut mehr mit Favela. Wirklich. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas gegen Favela geschossen wird. Ich wusste gar nicht, dass da so viel Beef schon vorhanden war zwischen anderen Modeherstellern und so. Also komplett lächerlich. Ich weiß jetzt nicht, natürlich, ich habe keine Modekollektion. Bei mir steckt nicht so viel Arbeit, Stolz und so mit drin. Aber wenn die kopieren, keine Ahnung, dann hat man anscheinend alles richtig gemacht. Erstmal dazu, man weiß auch nicht immer hundertprozentig, ob die kopiert haben, so. Da, also das muss auch noch gesagt sein. Und außerdem, so Justin seine Kollektion geht eh ausverkauft, so ist halt, aber auch mal wieder schlecht recherchiert halt von denen. Aber unseres kam auch 4 Tage früher und dazu hatte ich schon Insta-Stories gemacht. Und da hätte ich mir echt gewünscht, dass so ein Valente, wenn er sich damit auseinandersetzt, und das ist wirklich, es ist schlecht recherchiert. Und dann kommen so Noobs, sorry, es tut mir leid, dass ich so Wörter hier verwende, dann kommen so Anfänger von... Ciao. Moment. Wilde Anrufe hier. So, jetzt kommen dann halt so Leute wie KuchenTV, die von Mode, es tut mir leid, KuchenTV, die von Mode keinen Plan haben. Ich nehme das Video hier schon 45 Minuten auf. Die von Mode keinen Plan haben. Die sehen dann sowas und denken dann, ja, das ist nachgemacht. Klar. Aber nicht, wenn Peso vorher rauskam. Brennender Schmetterling, aber auch so ein blauer Schmetterling. Und die Brand kennt er auf jeden Fall auch. Die hat er nämlich früher in seinem Kanal schon mal vorgestellt. Ja, habe ich. Dann habe ich aber nicht mehr mit denen zusammengearbeitet. So, bei den nächsten zwei Sachen geht es um Sachen, die Justin beide besitzt. Und zwar einmal um das T-Shirt, wo dieses Hundegebiss drauf ist. Oh, da bin ich auch gespannt. Da bin ich so gespannt, Digga. Da bin ich echt gespannt. Das haben damals schon Leute gesagt. Sagt er jetzt das Givenchy-Rottweiler-T-Shirt? Eine Jogginghose aus einer früheren Kollektion. Das T-Shirt ist auf jeden Fall an dem Givenchy-Rottweiler-Shirt. Weil ein Gebiss drauf ist. Hä, aber als ob Leute davor schon kamen und gesagt haben, das ist davon nachgemacht. Justin, Bro, als ob jemand davor schon kam. Okay, wir lassen das durchgehen, weil ein Gebiss drauf ist. Also, es ist absolut nicht meine Intention gewesen, aber... Inspiriert. Lass mir durch. Hat er auch mal vorgestellt auf seinem Kanal. Und die Trackpants ist an der Trackpants. Weil es eine Trackpants mit einem Streifen ist. Weil es eine Trackpants mit einem Streifen ist. Von Palm Angels inspiriert. Der Schriftzug ist einfach an der gleichen Stelle. Dieses. Wir haben unseren Schriftzug schon immer links. Da wäre das Sinnvollste, was du sagen kannst, dass es hier mit der Bundfalte ist. Das mit der Bundfalte, ich bin ehrlich, ich habe in der Zeit viel Palm Angels getragen, die links. Und das, wir hatten schon oft Trackpants. Das mit der Bundfalte ist neu gewesen. Das habe ich von Palm Angels. Das habe ich sehr gefeiert, sage ich offen und ehrlich. Aber du kannst auch da wieder, sage ich, nichts neu erfinden. Es ist einfach eine Trackpants. Seitenstreifen sind ja auch Charakter. Da kannst du auch sagen, wir haben schon vorher die ganze Zeit Reißverschluss an der Seite gemacht. Auf einmal macht Palm Angels das auch. Hat Palm Angels jetzt von uns? Nein. So im Großen und Ganzen war es jetzt eigentlich schon. Ich wollte einfach zeigen, dass er sehr oft Sachen und Designs klaut. Fand ich einfach... Klaut. Bro, also ich muss sagen, dieses Video ist sehr, sehr mager. Das Video ist sehr, sehr mager, Bro. Unkorrekt. Diese Aktion ist ekelhaft. Ich werde jetzt nochmal so zum Fazit die Vergleichsbilder einblenden, dass ihr nochmal seht, dass es... Okay. Erstes habe ich ausgekontert. Hier sage ich offen und ehrlich... Wir sind von einer Hose ausgegangen, dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, okay, Bro, wenn wir die in Rot rausbringen, dass sie zur Kollektion passt, musst du dir bewusst sein, die gibt's schon so von Root, die habe ich, hat mein Geschäftspartner gesagt, habe ich gesagt, okay, kein Kopf jetzt für irgendwas, machen wir einfach trotzdem. Ah,
komplett sinnlose Diskussion. So Leute, noch ein ganz kleiner Nachtrag hier am Ende. Ich wollte ja noch ein paar Fragen an Maximilian richten. Und zwar hat er auch seine eigene Marke MAM Vienna und seine erste Kollektion hieß Mexican Standoff. Ich weiß jetzt nicht, warum Mexican, also ich weiß nicht, ob der das Mexican genannt hat, weil er sieht, das ist bei Peso läuft das gut, keine Ahnung, was er mit Mexiko zu tun hat. Ja, auf jeden Fall hatte er so einen Hoodie mit so einem Cowboy hinten drauf. Und da wollte ich jetzt auch mal fragen, wenn du mir vorwirfst, irgendwas von Root zu kopieren, Root hat ja doch auch mal einen Cowboy hinten drauf. Dann, und jetzt deine neue Kollektion heißt Britain Brawl oder British Brawl. Was hast du jetzt mit Britain zu tun? Und du hast jetzt so ein T-Shirt mit so einem Schlachtfeld hinten drauf. Und die Leute, die wirklich aus Britain kommen, nämlich Represent Clothing, wo du ja auch viel kaufst, die haben da auch ein T-Shirt mit einem Schlachtfeld hinten drauf. Kann ich das denn nicht genauso fragen? Also, hä? Dann rechtfertig du dich jetzt bitte auch mal dafür. Ja. Null. Wie gesagt, es ist keine Überraschung, dass da Elemente gleich waren. So,